immer dieser Ladebalken. Jawohl. So, was sieht's mit der Fahrerwertung aus? 4% Moral. Oh, 3% Beziehung zum Mechaniker verschlechtert. Das ist nicht gut. Eigenschaftenänderung, keine. Och nee, du hast nicht. Oh, fuck. Das ist doch. Einmal. Jo, 2 Millionen kassiert wieder. Zähne auf der Bank. Vettel gewinnt. Holt damit nochmal auf den Herrn Hamilton auf. Wie viele Rennen haben die noch? Ah, 2 Rennen haben die noch. Das ist noch alles drin um den ersten Platz. Und hier ist auch noch alles drin. Das ist das Problem. Ach, durch den Sieg von Hexworth und den zweiten Platz von Green plus Pole. Ach, darum. Und ja, Lotus halt dazwischen. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist. Ja. Da soll ich ein anderes sagen? Was sagen die Nachrichten? Blöp, 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 blöp. Interview mit Kanal Plü. Interview annehmen. Aha. Ja, man muss ja die Moral hochhalten. So, Boxenmannschaft. Ausgebrannt. Begenius. Begenius. Oh, hier. Verlängern. Schließen. Austauschen. Gegen Fitschen. Oder? Ne, Ortsberger. Fürs letzte Rennen nochmal die besten Leute rein. Du bist gut in Heber vorne und Heber hinten und Reparatur. Hier. Wo ist er? Rein mit dir. Fitschen muss auch rein. Haben wir denn noch jemand Interessantes? Reifen und Reparatur, das ist für hinten. Der eigentlich. Der hat so die beste Balance. Erstmal hier ablehnen. Ablehnen. Heber irgendeiner. Oh, bloß Heber vorne. Oh, kann ich genauso den 16er nehmen. Das ist gehupt wie gesprungen. Brauche erstmal den Heber vorne wieder. Ja, der ausgebrannte. Das macht Fleisch, Mann. So, weiter. Reparaturen. Ja, ihr seid wieder untätig, ich weiß. Telemetriestation ist auch gleich fertig. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr mich wieder an der Seite lässt. DTM fährt und die Formel 2. Headquarter ist fertig. Also. Neue Gebäude, ich kann Themenpark nicht bauen. Krass, bald. Erstmal wird das dann gebaut. Das bringt Kohle. So, die Rennen müssen wir wieder extra simulieren.
Dieses Gemache von dem Spiel, das könnt ihr auch nebenbei simulieren. Das interessiert kein Schwein. Weil die Punktevergabe hier scheiße ist. Toyota steigt vielleicht auf. Ja, mein Job ist sehr sicher. Das ist mir wichtiger. Komm. Das Formel 1 in Rio de Janeiro, das ist schon fast entscheidend, das Rennen. Ist eher eine Mercedes-Strecke. Oh, Probleme mit ECU. Scheiße, die Treibstoffeffizienz, wir können auch danken. So, wird durchgeführt. Mal schauen, wer das Rennen gewonnen hat. Ach gut, Hamilton ist so gut wie Weltmeister. Das sind 17 Punkte. Da muss er schon einen Ausfall haben. So, wie lange ist denn noch bis zum Rennen? Wenn ich täglich Money bekommen würde. Reise nach Sydney. Okay, alles. Oh. Die ganzen Sponsorenverträge laufen aus. Teammeisterschaft-Update. Über unserem Ziel. Ja. Regenwahrscheinlichkeit 40%, okay. Hohe High Speed. High Speed, High Speed, High Speed. Weiter. Und wieder nehmen wir, wo wir mehr Geld bekommen. Wer hätte das gedacht? Unser Motor ist nützlich. Ja, hätte ich nie gedacht. So, aber Sydney. Australia. Ist wohl Melbourne dann. Ja, die Animation finde ich gut. So, je nach Meisterschaft gelten andere Sicherheitsregelungen. Je nach Regeln werden virtuelle Safety Cars, echte Safety Cars oder beide Varianten eingesetzt. Wer hätte das gedacht? Eingesetzt, ne? Läuft. Och Mann, das muss immer so lange laden. Guck mal, nee, das ist gut. Tennisplätze hier. 5 Stück. Wir brauchen so viele Tennisplätze. Eine schöne Brücke. Sagen wir mal, das ist Melbourne. Im Albert Park. Im Albert Park. So. Na komm. Im Regen. Training schon im Regen. Konfiguration ein bisschen ändern. Weicher stellen. Und ich gehe mal hier voll in die Richtung. Reifen war das gut. Hier. Hier ist weich. Oh. Und hier ein Hauch. Ja, ich will zum Training. Mir scheißegal. Ich werde auch keine Konfiguration mehr speichern. Mir macht das Spaß, das Einstellen. Quali. Weil das hier extrem lang ist, die Strecke. Quali. Gut. Bei dem einen müssen sie noch rumschrauben. Beim anderen drauf fahren. Mal 4, weil das eine lange Strecke ist. Quasi brauchst schon 2 Minuten für die Einführungsrunde. Also ist nur ein Schuss möglich im Qualifying. Oder ganz knapp 2. Ganz knapp 2 Stück. Na ja, komm, lade. Wir sind gleich draußen. Wir müssen halt durch eine Ewigkeit durch die Boxen. Also gut. Du bist so ein Arsch. Junge, ich weiß ja nicht, was für dich dann schlecht ist. Mal gucken. Aha. Das ist schon außerhalb.
Ich möchte ein bisschen härter haben. Ja gut, ist manchmal. Gut ist manchmal relativ. Wird dann wieder trocken, dann muss ich schnell fahren mit meinen Sommerreifen quasi. Mal 4. Der ist ja auch gleich draußen, das ist ja immer gut hier. Gut. Freue ich mich. Das war vorher schlecht. Ne, es war okay. Jetzt ist es gut. Also er will es lieber etwas länger übersetzt haben. Hoffe ich. So. Perfekt. Achtundneunzig bleibt. Die Inders kriegt der Vollwarner sowieso noch immer rausfährt. Bitte gleich weit raus. Wieder vorne. Wieder schlechter geworden. Ich gehe mal dazwischen. Typ macht mich wahnsinnig. Klasse. Ich freue mich, warum ich den überhaupt reingeholt habe. Mich auf den konzentrieren. Der muss nämlich die Intermediate voll fahren, der da Costa. Irgendwas freigeschalten. Bestimmt Quali. Ach, der hat. Ach, hier, weil er Mittel freigeschalten hat. So, Intermediate ist gleich voll. Quali ist auch gleich voll. Da muss er halt noch eine halbe Runde fahren. Quali fahren drin. Und dann Regenreifen eigentlich. Echt Quark hier. Ja. So, mal 4. Intermediates sind jetzt auch freigeschaltet. Oh, sind immer noch nicht freigeschaltet. Mann! Kann doch nicht so schwer sein. Komm, kurz vor der Boxeneinfahrt.
Komm kurz bevor du reinfährst. Das kann nicht wahr sein. Kriege ich die noch? Ich die Regenreifen noch? Das ist echt arschlos, ey. Wie lange haben wir noch? 2 Minuten. Das ist echt auch Schluss. Was mache ich hier? Muss den scheiß Renntrim voll haben. Fährst du dort noch vorbei, obwohl Rentrim könnte noch, boah, wird nicht mehr passen. Da müsste der auch noch mal rüberkommen. Oh, das wird arschknapp. Immerhin Rentrim. Wie weit willst denn du noch haben? Ja, ich dachte schon, ey. Mann, keine Zeit. Die erste Zeit von der Costa ist uff, schneller als die vom Heidfeld. Die einen beiden, die auf Regenreifen gefahren sind, eine Zeit. Ne, oder, ja, schwache Leistung immer wieder von mir im Training. Ich weiß auch nicht warum. Und jetzt haben wir gutes Wetter und kein Reifen. Schick bitte hintereinander los. Soll sich kümmern. Können sich nur selber pushen. Und weil ihr so früh raus seid, dürft ihr noch mal raus. Rein, raus, ja. Schicke ich gleich wieder los. Das mal das ja. Sieht aus. Kind vor der Nase, aber er hat ihn vor der Nase. Noch. Da geht noch mehr Outlap vorne, also. Hunter Raider war mit das erste raus.
Komplett freie Strecke, beste Bodenhaftung. Besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Die anderen machen alles bloß sinnlose Outlaps. So, Heidfeld, freie Fahrt. Komplett freie Fahrt, Antonio Felix da Costa. Das läuft. Heidfeld schon lang. Oh, da Costa auch. Was macht denn ihr? Ihr habt so eine schöne freie Fahrt und ihr macht nichts draus. Noch langsamer. Junge. Komm, nein. Das war eine schlechte Runde. Aber noch verbessert. Eine Sekunde langsamer. Als die Lotus. Komm. Schneller beenden. Ich möchte zum Rennen. Ich möchte alles entscheiden. Weil ich kein schlechter. Bin kein schlechter Teammanager. Weg damit, ja.